Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Vegetarisch für jedermann. Ja, ich bin ein großer Fan der vegetarischen Küche. Nicht nur, weil meine Tochter seit jetzt 5 Jahren Vegetarierin ist und ich zu Hause eigentlich fast nur noch vegetarisch koche, sondern auch, weil man da wirklich sehr schöne kreative Ideen mittlerweile findet und da ganz toll experimentieren kann. Was ich euch heute zeige, ist ein Tofu-Paprika-Kartoffel-Eintopf. Ja, den machen wir auch ein bisschen würziger. Also beginnen wir mit dem Tofu, denn ich habe hier Räuchertofu gekauft, das sind 200 Gramm. Der sollte schön fest sein, aber das ist bei Räuchertofu ja meistens so. Und den marinieren wir jetzt. Ja, müssen das dann eine Stunde ziehen lassen. Marinieren tun wir das mit Rotwein, das sind 100 Milliliter. Die kommen dazu. Dann 200 Milliliter Sahne. Deswegen ist es nicht vegan. Liebe Veganer da draußen, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was man statt der Sahne nehmen könnte. Da weiß ich das in Zukunft auch, wenn ich mal vegan kochen sollte. Ist ja nochmal was anderes. Und 3 Esslöffel Sojasauce kommen ebenfalls dazu. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ist Sojasauce eigentlich vegan? Ich glaube schon. Müsste ja draufstehen. Aber ich glaube schon. Fischsoße ist nicht vegan, das weiß ich. So, dann habe ich abgezupft 2 Stängel Thymian und 1 Stängel Rosmarin. Das kommt hier ebenfalls rein. Wir vermischen das Ganze jetzt und lassen das, eine Stunde muss das jetzt ziehen, aber wir können in 30 Minuten schon fortfahren mit unserem Rezept. Ich stelle das zur Seite und dann sehen wir uns in 30 Minuten hier an diesem Kessel wieder. So Leute, unser Tofu, unser Räuchertofu ist mittlerweile schön gezogen. Ich habe den jetzt länger als 30 Minuten ziehen lassen. Wir haben in der Zwischenzeit eine andere Folge gedreht mit was gänzlich Unvegetarischem. Freut euch auf Schinken-Hack-Fleischröllchen. Die sind jetzt da hinten im Backofen und ich mache hier weiter. Das ist krass, wir kochen hier parallel. Den Tofu, den eingelegten, den brauchen wir jetzt gleich. Wir kommen jetzt zuerst zu den Zwiebeln. Da haben wir hier 3 Stück, so kleine Zwiebelchen. Ihr könnt auch Schalotte nehmen, ja, die sind ein bisschen geschmacksintensiver. Die kommen in unseren Kessel und werden die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann schieben wir das mit dem Spatel nach unten. Machen 20 Gramm Olivenöl dazu und dünsten das Ganze 3 Minuten auf Stufe 1 in Varoma. Ja, sonst steht überall immer 120 Grad oder so, aber ich habe ja mit dem TM21 angefangen und da war das nun mal die, nee, Entschuldigung, ich habe ja mit dem TM31 angefangen und da war Varoma halt die höchste Stufe. Ich darf das Öl nicht vergessen. Also 20 Gramm Öl rein. So. 3 Minuten Varoma. Stufe 1. So, unsere Zwiebeln sind gedünstet. Wir brauchen jetzt noch 400 Milliliter Wasser. Die gießen wir jetzt einfach oben rein. Dann noch einen gehäuften Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Da könnt ihr natürlich auch Gemüsebrühe verwenden. Ja, ich mache ein bisschen mehr. Denn braucht man auch nicht so viel nachzuwürzen. Wir hängen den Gareinsatz ein und wiegen 450 Gramm Kartoffeln, die wir in kleine Würfelchen geschnitten haben, hinein. Ich habe das vorher schon abgewogen, also das passt. Und das Ganze wird jetzt gegart. 12 Minuten, Varoma Stufe 1. Unsere Kartoffeln sind soweit schon mal 12 Minuten gegart. Die sind natürlich noch nicht ganz fertig, aber bevor wir die fertig machen, machen wir hier in unseren Varoma 300 Gramm gemischte Paprika. Die garen wir nämlich jetzt gleich mit und zwar weitere 8 Minuten Varoma Stufe 1 und dann sind die Kartoffeln durch und die Paprika auch. Auf geht's, bis gleich.
So, damit ist unser Gemüse jetzt durchgegart. Wir müssen das jetzt zur Seite stellen, warm stellen. Das machen wir jetzt wie folgt. Ich nehme jetzt mal den Varoma hier runter. Und die Kartoffeln fülle ich jetzt in den Varoma ein. Denn wir brauchen den Gareinsatz. Hier ist jetzt quasi noch der Rest von unserer Brühe drin. Und durch diesen Gareinsatz gießen wir jetzt die Tofu-Marinade ab. Ja? Den Tofu noch nicht, den brauchen wir erst später. Den machen wir hier nochmal rein. Das Ganze stellen wir kurz warm. Ich würde es in den Backofen stellen, aber der ist noch so heiß. Also stelle ich das jetzt einfach hier hin und lege irgendwie gleich ein Handtuch drüber. So, und die nächsten Zutaten kommen jetzt dazu. Als da wären 30 Gramm Paprikamark. Das habe ich auch noch nie verwendet. Also was es nicht alles gibt. 15 Gramm Speisenstärke. Einen Teelöffel Paprika rosenscharf. Muss man ebenso reinmachen. Ja, Paprika rosenscharf. So, das Ganze wird jetzt verrührt auf Stufe 2 für 5 Sekunden. Und dann 5 Minuten bei 100 Grad aufgekocht. Und zwar im Linkslauf Stufe 1. Alles aufgekocht. Wir geben jetzt hier in die Soße unsere marinierten Räuchertofu-Würfel und die Paprika und die Kartoffeln. Die geben wir ebenfalls hier rein. Mal gucken, ob ich das hier unfallfrei hinbekomme. Läuft doch. Das Ganze wird jetzt nochmal erwärmt bzw. vermischt. 2 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. Und da ist sie wieder, unsere Futterglocke. Damit ist unser Kartoffel-Paprika-Tofu-Eintopf fertig. Ich gebe euch mal einen Kesselblick. Das sieht schon mal echt gut aus. Ich hoffe, dass der Tofu jetzt nicht zu sehr zerfallen ist. Nee, ist er nicht. Der ist ja auch schön fest gewesen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt schmeckt. Es sieht halt echt aus, ja, wie so ein klassischer Eintopf halt. Ja, wie man ihn auch mit Würstchen kennt. Es riecht auch sehr gut. Aber es ist halt vegetarisch. Wie gesagt, nochmal die Bitte an die Veganer hier im Forum und bei YouTube. Schreibt mir doch mal, wie man das ohne Sahne machen kann. Ja, eine Kokosmilch oder Mandelmilch, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das hat ja auch nochmal einen Eigengeschmack. Das hier hat auf jeden Fall einen Geschmack. So sieht es nämlich aus und ich probiere das jetzt auch mal. Ist natürlich noch heiß, aber ich fange mit dem Tofu an. Ohne Spaß. Also, ich bin ja kein Vegetarier, ich mag ja auch Fleisch und sowas von den Gewürzen her und sowas. Das schmeckt richtig gut. Also wie ein Eintopf halt. Die Soße ist klasse. Hat auch schöne, wie soll ich sagen, Röstaromen, ja, Räucheraromen. Ja, jetzt durch diesen Tofu bzw. durch diese Marinade, die da gezogen hat. Und die Kartoffeln sind mir ein bisschen zu weich. Das könnte aber daran liegen, dass wir die entweder zu klein geschnitten haben. Ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir festkochende Kartoffeln verwendet haben. Müsst ihr dann gucken. Also das ist okay. Ja? Die Paprika ist genauso, wie sie sein soll. Hat noch Biss. Also ich finde es total lecker. Ein super Gericht. Es ist jetzt nicht wirklich leicht. Also durch diese Sahne, also ich glaube, das ist schon sehr mächtig, ja, ist auch ordentlich gebunden, ist was Schönes, Festes, schöner Eintopf, vielleicht auch für die etwas kältere Jahreszeit eher geeignet als jetzt bei 35 Grad im Sommer. Aber ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich mag es, von mir bekommt es auf jeden Fall 2 Daumen hoch und wenn es euch gefallen hat, auch das Video, dann
hätte ich von euch auch gerne einen Daumen hoch. Ja? Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr das erste Mal hier auf unserem Kanal seid, dann schaut doch einfach mal rein in das Wunderkesselforum, denn da gibt es die besten Rezepte mit dem Thermomix. Und lasst gerne ein Abo hier, dann verpasst ihr das nicht. Wir schicken jede Woche tolle Rezeptideen per Video in die Welt. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.